kannst du dem Typen bitte nochmal richtig Dampf machen? Uns läuft ja echt die Zeit davon. Ja, das wird eng, ey. Ich ruf den auf jeden Fall sofort nochmal an, Schatz. Danke, Schatz. Was wird das hier? Spinnst du? Versuchst du immer noch zu beweisen, dass dein Vater unschuldig ist? Der hat seinen Bruder umgebracht und genau das wird heute hier herauskommen. Onkel Vincent hat einfach nur die Schnauze voll von dir. Du bist der totale Horror und deswegen ist er auch abgehauen. Das nimmst du sofort zurück. Vergiss es. Spinnst du? Mein Handy ist total Schrott. Ich muss jetzt erst mein Handy laden gehen und mir ein neues kaufen. Ich weiß gar nicht, was du für einen Aufstand machst. Dein reicher Freund steckt dir eh alles in den Hintern. Ruf ihn doch an. Er soll dir ein neues besorgen. Das geht ja jetzt nicht mehr. Ihr Name ist Jochen Schüssler. Sie sind geboren am 27. Februar 1971 in Heidelberg, geschieden, wohnhaft in Lindlar. Arbeiten für gewöhnlich als Abteilungsleiter bei einem Hersteller für Gabelstapler. Ihr monatliches Nettoeinkommen belief sich zuletzt auf 3.240 Euro. Vorbestraft sind Sie nicht. Sie befinden sich seit 22. Juli 2023 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf. Wenn dann keine Fragen mehr sind, darf ich um die Verlesung der Anklage bitten. Am Nachmittag des 17. Juli 2023 zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr traf der Angeklagte Jochen Schüssler am Waldrand in der Gemeinde Lindlar auf seinen Halbbruder, den geschädigten Vincent Schüssler. Dort tötete der Angeklagte den Geschädigten auf nicht näher bestimmbare Weise. Den bislang nicht aufgefundenen Leichnam transportierte der Angeklagte mit dem Kraftfahrzeug des Geschädigten zunächst an einen Waldparkplatz und entsorgte ihn dann auf unbekannte Art. Ein mit Blutanhaftung des Geschädigten getränktes Handtuch wurde in der Garage des Angeklagten gefunden. Die Beziehung zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten war seit ihrer Kindheit von Neid und Eifersucht geprägt, da der Angeklagte sich vom gemeinsamen Vater benachteiligt fühlte. Wenige Tage vor der Tat entschied der Vater Vincent Schüssler zum alleinigen Geschäftsführer des Familienunternehmens, in dem beide Halbbrüder arbeiteten, zu bestellen. Diese Entscheidung führte zum Entschluss des Angeklagten, seinen Bruder zu töten. Jochen Schüssler wird daher wegen Totschlags angeklagt. Dankeschön, Herr Schüssler. Es steht Ihnen frei, ob Sie als Angeklagter zu diesen Vorwürfen etwas sagen. Sie müssen das nicht. Sie können schweigen vor Gericht. Sie können sich selbstverständlich auch einlassen. Möchten Sie was dazu sagen? Unbedingt. Ich habe meinen Bruder nicht umgebracht. Darf ich mal fragen, was Sie da in der Hand haben? Was damit auf sich hat? Ja, das sind so Beruhigungspudeln. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wäre schön, wenn ich die behalten dürfte. Die JVA hatte offensichtlich keine Bedenken. Also von mir aus können Sie die gerne hier behalten. Gut, Herr Schüssler, wo waren Sie am Mittag oder Nachmittag, besser gesagt, des 17. Juli 2023? Also ich bin so gegen 13.30 Uhr bis ca. 15 Uhr Mountainbike fahren in den Wald gegangen. Das mache ich öfters. Habe ich an dem Tag auch gemacht, um den Kopf frei zu kriegen. Ja, und wie ich heimkam, klar, verschwitzt, dann geduscht, mir was zu essen gemacht und den Abend ausklingen lassen. Gut, kann es jemand bestätigen oder waren Sie alleine da? Ich war alleine. Alleine. Und wann haben Sie von dem Verschwinden Ihres Halbbruders erfahren? Ja, mich hat eine Mitarbeiterin aus der Firma angerufen und hat gefragt, ob ich weiß, wo Vincent ist. Weil er hat einen Termin nicht wahrgenommen und sie konnte ihn nicht erreichen. Und konnte ich ihr nicht weiterhelfen. Und am nächsten Tag habe ich mitbekommen, dass seine Partnerin ihn als vermisst gemeldet hat. Mhm. Wann haben Sie Vincent Schüssler das letzte Mal gesehen? Das war, glaube ich, an dem Freitag davor, der 14. so ungefähr. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen, sowohl aus dem privaten als auch aus dem beruflichen Umfeld von Ihnen und Ihrem Halbbruder, da haben sehr viele von einem angespannten, ja fast aggressiven Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Halbbruder gesprochen. Sehen Sie das auch so oder wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben? Ja gut, es war bedingt durch unseren Vater, der mich immer als das schwarze Schaf abgestempelt hat. Und dementsprechend so behandelt. Aber ich habe dann mit der Situation meinen Frieden gemacht. Mhm. Unmittelbar bevor Ihr Halbbruder verschwunden ist, wie würden Sie da Ihr Verhältnis beschreiben? Ja, war in Ordnung, das Verhältnis. Ja. Hat sich das einfach von selbst beruhigt oder hat da jemand auch irgendwie so ein bisschen die Bogen geglättet? Meine Tochter, die Marie, hat ja zu ihrem Onkel ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und das hat es natürlich ein bisschen beeinflusst und auch dann so die Erkenntnis, dass ja der Vincent nichts dafür kann, sondern alles an meinem Vater lag. Sie erzählen das hier mit einer Ruhe und wollen mir das ernsthaft weismachen, ja? Also schauen Sie doch mal bitte, kurz vorm Verschwinden Ihres Halbbruders wurde er, Sie wissen es ja, zum Geschäftsführer gemacht. Ja. Darauf hatten Sie jahrelang hingearbeitet. Jetzt wird er Geschäftsführer. Das muss Sie doch im Markt getroffen haben, oder nicht? Natürlich war ich da enttäuscht und sauer. Wie ist denn Ihre Reaktion ausgefallen? Ja, ich war aufgebracht, ich war sauer, weil er hatte ja immer gesagt, dass er nicht die Geschäftsführung haben möchte. Das hat er mehrfach betont.
Es gibt Aufnahmen der Überwachungskamera Ihrer Firma im Eingangsbereich. Das hat eine Situation erfasst, nur bildlich, nicht tonlich. Deshalb würde ich Sie bitten, aus Ihrer Erinnerung vielleicht uns zu erzählen, was dort zwischen Ihnen und Ihrem Halbbruder gesprochen worden ist. Das ist an diesem 12.07. aufgenommen worden um 10.23 Uhr vormittags. Ja, ich habe ihn ja, ich war natürlich total verärgert und sauer und habe ihn darauf angesprochen, wie er zum Geschäftsführer ernannt worden ist und dass er das ja auch gewusst haben muss. Und das habe ich ihm einfach nicht geglaubt, dass er darüber nicht Bescheid wusste. Mhm. Da waren Sie ziemlich wütend. Ich war sehr wütend und böse, ja, kann man sehen. In dem Moment. Aber deswegen bringe ich auch meinen Bruder nicht um, den Vincent. Gutes Verhältnis sieht für mich anders aus. Ja, ich sage Ihnen mal, was passiert ist. Ich habe es ja auch vorhin schon vorgelesen, ne? Sie haben es ja schon gehört. Sie waren dermaßen in Rage, nachdem Ihr Vater nach all den Demütigungen auch noch Ihren Halbbruder zum Geschäftsführer gemacht haben, dass Sie Ihren Halbbruder getötet haben. Nein, das ist nicht wahr. Ich war in dem Moment einfach verärgert und sauer. Das ist doch ganz normal. Sie haben waren Sie da nicht nur so ein bisschen verärgert und sauer, Entschuldigung. Naja, aber ich meine, die Wut meines Mandanten, die ist doch durchaus nachvollziehbar. Und sein Halbbruder schien mit der Situation ja wohl auch vollkommen überfordert. So wirkt es jedenfalls da. Also mich würde nicht wundern, wenn er danach einfach die Segel gestrichen hätte und abgehauen wäre. Ich weiß, Sie gehen von dem Tötungsdelikt aus. Aber bisher, Fakt ist, wir haben keine Leiche. Aber es reicht doch nicht, dass Sie sich nicht wundern würden, Frau Verteidiger. Entschuldigung. Es reicht auch nicht, wenn Sie keine Beweise haben. Aber vielleicht sollten wir das Szenario, das die Staatsanwaltschaft der Anklage zugrunde legt, noch mal ganz kurz skizzieren. Sie waren ja, das haben Sie vorhin selbst gesagt, Mountainbiken, ne, im Wald. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Sie, während Sie da Mountainbiken waren, auf Ihren Bruder getroffen sind, Ihren Halbbruder, haben dann den Entschluss gefasst, ihn umzubringen und ihn anschließend mit Ihrem Fahrrad in dem Kombi, in seinem Kombi, transportiert und den Wagen dann später in der Nähe eines Waldparkplatzes abgestellt. Der ist dann einen Tag nach dem Verschwinden Ihres Bruders dort nämlich sichergestellt worden. Das ist nicht wahr. Also ich habe niemanden im Wald getroffen, weder Vincent noch jemand anders. Ich will Ihnen noch kurz sagen, worauf diese Annahme der Staatsanwaltschaft basiert. Es gibt natürlich eine Spurenlage, die das erhärtet. Und zwar sind im Fahrzeug Ihres Bruders Laubreste und Erdteile sichergestellt worden. Da haben wir das entsprechende Bild. Und es gibt dazu ein kriminaltechnisches Gutachten, das besagt, dass diese Erdreste und dieses Laub eindeutig von der Stelle, einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Lindlar, stammen. Das kann man aufgrund der Zusammensetzung Sand- und Tonanteile, Pflanzenwuchs in einem ganz bestimmten Bereich dieses Waldstückes nachvollziehen. Und es sind im Übrigen auch in dem Fahrzeug, im Kofferraum, von der Spurensicherung Abdrücke von Fahrradreifen und auch Reste von Ketten Fett im Inneren festgestellt worden. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nee, keine Ahnung. Das ist gut möglich. Ich bin ja nicht der Einzige im Wald unterwegs. Das ist aber von meinem Fahrrad sind die Spuren nicht. Aber Ihr Bruder hat auch aus, Entschuldigung, wenn nur eine Frage, Ihr Bruder hat nach Aussagen von vielen Familiengliedern überhaupt kein Fahrrad gehabt, ne? Das ist gut möglich, ja. Es spricht doch alles dafür, dass die Spuren von Ihrem Fahrrad sind. Wir konnten es leider nicht feststellen, hätten wir gerne gemacht. Aber interessanterweise ist nach dem Verschwinden Ihres Bruders nur zwei Tage später auch Ihr Fahrrad auf ganz wundersame Weise verschwunden. Ja, und dafür gibt es auch eine ganz einfache Erklärung. Das Mountainbike wurde gestohlen, weil mein Mandant es vor lauter Aufregung um das Verschwinden seines Halbbruders bei sich zu Hause nicht abgeschlossen hat. Und da war es eben leichte Beute. So, dann sind noch zwei weitere Gegenstände erwähnenswert. Das ist zum einen das Hemd, das Ihr Halbbruder getragen hat. Das ist im Fahrzeug sichergestellt worden. Ich komme gleich noch zu den massiven Blutspuren, die darauf zu sehen sind. Und es gibt darüber hinaus noch einen zweiten Gegenstand. Das ist ein Handtuch. Ebenfalls sehen wir da auch stark blutbefleckt. Und die DNA-Abgleiche haben eben festgestellt, die Lebensgefährtin Ihres Halbbruders hat entsprechendes Material einer Zahnbürste zur Verfügung gestellt, dass diese Blutspuren eindeutig Ihrem Bruder zugeordnet werden konnten. Die Menge, die dort zu sehen ist an Blutspuren, lässt nach Einschätzung der Gerichtsmediziner darauf schließen, dass Ihr Bruder zumindest erhebliche Verletzungen haben. Jetzt ist dieses Handtuch, Hemd hatte ich bereits gesagt, war im Fahrzeug. Das Handtuch ist in Ihrer Garage gefunden worden, Herr Schüssler. Wie das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Handtuch noch nie vorher gesehen, bis es mir von der Polizei gezeigt worden ist. Ich vermute, dass jemand meinen Mandanten damit gezielt belasten wollte. Wenn es nach Ihrer Vorstellung geht, Herr Staatsanwalt, dann hat mein Mandant die Leiche ja so gut verschwinden lassen, dass sie bis heute nicht gefunden wurde. Dann frage ich mich, wieso hat er dann dieses Handtuch in seiner Garage vergessen? Also Logikfragen langweilen mich immer mit Verlaub, ja?
Also es kann Leichtsinn gewesen sein, wer nicht der erste Täter, der Fehler macht. Täter machen Fehler, davon profitiert ja die Staatsanwaltschaft regelmäßig. Ne? Die Alternative zu der Tatsache, dass Ihr Bruder umgebracht worden ist und irgendwo ja, verschwunden, ist, dass er freiwillig von sich aus irgendwie das Weite gesucht hat, also untergetaucht ist. Also ich konnte mir es am Anfang nicht vorstellen, aber meine Tochter, die Marie, die hat die Theorie, dass er sich abgesetzt hat. Und inzwischen glaube ich da auch dran. Sind noch Fragen an den Angeklagten? Keine Fragen, danke. Ich habe auch keine. Gut, dann können Sie neben Ihrer Verteidigerin Platz nehmen. Dann beginnen wir die Beweisaufnahme zunächst mit der Lebensgefährtin von Vincent Schüssler, Frau Tamara Lorenz, bitte. Tamara Lorenz, bitte. Guten Tag, Frau Lorenz. Bitte nehmen Sie hier vorne Platz. So, Frau Lorenz, ich habe Sie zunächst zu belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht grundsätzlich wahrheitsgemäß aussagen müssen und sich im Fall einer Falschaussage strafbar machen, egal ob Sie hier unter Eid aussagen oder unvereidigt vernommen werden. Kommen wir zu Ihrer Person. Sie heißen Tamara Lorenz, sind 36 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Lindlar, arbeiten als Physiotherapeutin, mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Zum Glück nicht, nein. Gut. Frau Lorenz, Sie haben Ihren Lebensgefährten noch am Abend des 17. Juli bei der Polizei als vermisst gemeldet. Warum so schnell? Es war einfach ungewöhnlich für ihn, sich nicht zu melden. Er hat sich in der Früh ganz normal von mir verabschiedet. Er wollte gegen 18 Uhr wieder zu Hause sein. Und dann hat er mich sogar noch gefragt, ob er am Heimweg etwas zum Abendessen einkaufen soll. Gut, nun gibt es aber mehrere Zeugenaussagen aus dem beruflichen und privaten Umfeld Ihres Lebensgefährten, die das durchaus für möglich halten, dass er sich in irgendeiner Art und Weise abgesetzt hat, freiwillig verschwunden ist. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, Fakten, die bestätigen, Ihre Annahme bestätigen, dass ihm was zugestoßen sein könnte? Ja, also er hat all seine persönlichen Sachen zu Hause gelassen und unser Bankkonto ist nicht angerührt. Zwischen ihm und mir war alles in Ordnung, also spricht jetzt nicht gerade dafür, dass er abgehauen ist. Ich glaube schon selbst nicht. Also außerdem, an dem Tag kam mir sowieso direkt irgendwie alles komisch vor und ich wusste sowieso sofort, dass es etwas mit Jochen zu tun haben muss. Ja, aber dass Ihnen etwas komisch vorkommt, das mag ja ein Gefühl sein, das Sie hatten an diesem Tag. Aber nochmal, gibt es etwas, was diesen Verdacht durch Fakten begründet? Also Vincent hat sich immer um ein gutes Verhältnis bemüht. Aber Jochen, er hat ihn über all die Jahre für alles verantwortlich gemacht, was in seinem Leben schiefgelaufen ist. In den Tagen vor Vincents Verschwinden hatte Vincent regelrecht Angst vor Jochen. Ging es da um die Ernennung zum Geschäftsführer? Oder ja, war das der Grund? Ja, genau. Mhm. Ich meine, natürlich, ich verstehe es. Es ist die größte Firma hier in der Region, der größte Arbeitgeber. Ich denke, Jochen hätte die Firma auch gerne geleitet. Tatsächlich hat ja Ihr Lebensgefährte Ihnen an diesem 12.07., nachdem er zum Geschäftsführer ernannt worden war, noch eine Nachricht geschickt. Die kann man durchaus so interpretieren, dass er dort Angst zum Ausdruck bringt, wie Sie eben sagten. Sie haben der Polizei auch diese Nachricht übergeben. Und ich möchte Sie an dieser Stelle mal kurz einführen. Da gibt es eine Videonachricht, die wie folgt. Hey, Tommy, man weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist. Ne? Ich bin zum Geschäftsführer ernannt worden. Ja, und ich wollte es doch nie. Ich kann mich darüber auch nicht freuen. Ne? Ey, Jochen kocht vor Wut. Ey, ich habe den schon auf wütend erlebt, aber so aggressiv war der noch nie drauf. Ey. Ganz ehrlich, du hättest mal seinen Blick sehen müssen. Ich glaube, der will mich umbringen. Wenn Sie einen Moment Pause brauchen, sagen Sie uns Bescheid. Das ist schon okay. Aber ich vermisse ihn halt sehr. Er war die Liebe meines Lebens. Frau Lorenz, das verstehe ich absolut. Aber dass zwischen Ihnen jetzt alles so eitel Sonnenschein war, das kann man jetzt auch nicht gerade sagen. Sie haben im Rahmen Ihrer polizeilichen Vernehmung ja angegeben, dass Sie sogar ganz massiv darunter gelitten haben, dass Ihr Lebensgefährte Sie nicht heiraten und auch keine Kinder wollte. Ja, und was wollen Sie damit sagen, dass ich ihn umgebracht habe? Also Frau Lorenz, das hat die Frau Verteidigerin nicht mal angedeutet. Ja? Aber wenn Sie das so auffassen, dann muss ich Sie darauf hinweisen, fairerweise, dass Sie als Zeugin vor Gericht Fragen nicht beantworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Zumindest wäre das auch ein mögliches Motiv. Das ist absolut lächerlich.
Ich habe meinen Partner verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann nicht auf sein Grab. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und jetzt muss ich mir hier so etwas anhören? Ja, genau genommen sprechen Sie vom Motiv. Aber Sie wollen ihr sagen, sie könnte die Täterin sein. Frau Verteidigerin, schauen Sie bitte mal. Mag ja sein, dass die Zeugin gerne Kinder hätte, gerne heiraten würde. Es gibt noch eine andere Variante, als jemand umbringen. Man macht Schluss zum Beispiel. Ja, eben. Ich meine, natürlich hat man auch mal Probleme, wenn man 17 Jahre zusammen ist. Aber zwischen Vincent und mir war alles in Ordnung. Es ist allerdings so, dass die Polizei auf dem Mobiltelefon ihres Lebensgefährten eine Nachricht sichergestellt hat, eine Sprachnachricht, die das nicht unbedingt nahelegt, dass das alles so einvernehmlich dann zwischen Ihnen sich erledigt hat. Ich möchte es Ihnen mal kurz vorhalten. Das ist eine Sprachnachricht vom 27.06. Ich war gerade auf Katis Babyshower. Fast alle haben mich natürlich wieder gefragt, wann es denn endlich bei uns soweit ist. Ich kann es nicht mehr hören, Vincent. Ich ertrage das nicht mehr. Ich bin 36, meine biologische Uhr tickt. Ich will endlich ein Baby. Wann kapierst du das endlich? Ja, ich gebe zu, dass es mich manchmal belastet hat. Wir leben in einem kleinen Dorf. Da ist es ungewöhnlich, wenn man keine Kinder hat und wenn man nicht verheiratet ist. Aber kurz vor Vincents Verschwinden hat er es endlich kapiert. Und er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Wann genau haben Sie sich denn verlobt? Das war am Samstag. Also 2 Tage vor seinem Verschwinden. Er ist zum Geschäftsführer ernannt worden und ist beruflich gut dagestanden. Ich denke, da hat alles gepasst für ihn. Also ich bin mir nicht sicher, ob Sie das alles so richtig interpretieren, mit Verlaub. Sie haben nach den polizeilichen Ermittlungen fast ständig in den sozialen Medien Dinge veröffentlicht, aber das haben Sie für sich behalten. Und mehr noch, an diesem angeblichen Tag Ihrer Verlobung, an diesem Samstag, haben Sie ein Bild eines Abendessens, das bezeichnenderweise als Dinner for One beschrieben ist, gepostet. Ich habe das auch hier, möchte Ihnen das mal kurz zeigen, am 15.07. Da sieht man also einen Teller, ein Glas, ein Besteck und da steht eben Hashtag Dinner for One. Also das spricht jetzt nicht gerade für eine rauschende Verlobungsfeier, oder? Ja, nein, das stimmt. Vincent hatte noch was vor an dem Abend. Aber wir wollten unsere Verlobung sowieso nicht gleich an die große Glocke hängen. Das ist ja lächerlich, sorry, aber du hättest doch alles durchs Dorf getratscht und in den Medien verbreitet, wenn es so gewesen wäre. Das glaubt dir doch keiner. Was weißt du? Du denn schon? Ich weiß viel. Sind noch Fragen an die Zeugen? Ich habe keine Fragen, danke. Staatsanwalt auch nicht, gut. Bleibt unvereidigt, Dankeschön. Wenn Sie möchten, können Sie gerne dort hinten Platz nehmen. Dann rufen Sie bitte eine Mitarbeiterin der Firma, Frau Ulrike Herzog. Ulrike Herzog, bitte. Schönen guten Tag. Bitte kommen Sie nach vorne, Frau Herzog, nehmen Sie dort Platz. Frau Herzog, wir möchten Ihnen in diesem Verfahren ein paar Fragen stellen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie wahrheitsgemäß auf diese Fragen antworten. Das wäre eine Straftat, wenn Sie das nicht tun, wenn Sie eine Falschaussage vor Gericht machen. Ja? Sie heißen Ulrike Herzog, sind 54 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Kürten, Büroangestellte, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Jochen Schüssler. Das ist korrekt so, ja. Gut. Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen, Frau Herzog, haben Sie den Vincent Schüssler noch am Tag seines Verschwindens, also am 17. Juli 2023, gesehen. Können Sie uns diese Situation bitte beschreiben? Ja, der Vincent, der hatte mittags einen Kundentermin. Dann bin ich in sein Büro gegangen, wollte ihn noch mal erinnern. Und da war der aber quasi schon auf dem Sprung. Und ja, dann ist er gegangen. Und eine Stunde später hat der Kunde angerufen, dass er da wohl nie aufgetaucht ist. Mhm. Ist es denn häufiger vorgekommen, dass Vincent Schüssler Termine hat platzen lassen? Nein, überhaupt nicht. Das war mir völlig unbegreiflich. Ich habe dann auch sofort versucht, den Vincent anzurufen. Aber das Telefon hat durchgeklingelt, der ist nicht rangegangen. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann später seine Lebensgefährtin informiert. Um wie viel Uhr hat denn der Vincent Schüssler an diesem Tag die Firma verlassen? Das war direkt nach Mittag, so gegen 13 Uhr, weil für 13.30 Uhr war der Termin angesetzt. Ist Ihnen an Herrn Schüssler sonst noch irgendwas aufgefallen? Nein, also der war eigentlich wie immer. Obwohl, so eine Sache war doch so ein kleines bisschen seltsam. Und das wäre? Normalerweise musste ich ihm immer tagelang hinterherlaufen, hinter diversen Unterlagen. Und an dem Tag hat er mir die Unterlagen für die abgeschlossenen Aufträge und so schon vorab gegeben für die Buchhaltung. Das fand ich dann doch schon ein bisschen, ja, seltsam. Das finde ich auch merkwürdig. Und auf mich wirkt das so, als hätte er seine Arbeit sauber übergeben wollen, abschließen wollen. Kann das sein,
dass es vielleicht ein geplanter Abschied war? Halten Sie das für möglich? Nein, das ist Quatsch. Das ist weit hergeholt. Das glaube ich nicht. Gut, Frau Herzog, Sie arbeiten seit 29 Jahren, wenn ich das richtig sehe, im Betrieb. Mhm. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seinem Halbbruder Vincent Schüssler beschreiben? Also die zwei haben an für sich ganz gut zusammengearbeitet. Gut, es war jetzt nicht die innige Bruderliebe, aber bei dem Vater wundert es einen auch nicht wirklich. Hey Mariechen, komm doch bitte mal zu mir. Was ist? Sag mal, können wir uns denn nicht endlich wieder vertragen? Opa, wie stellst du dir das denn vor? Du glaubst allen Ernstes, dass mein Papa, dein eigener Sohn, Onkel Vincent umgebracht haben soll? Sowas kann ich dir nicht einfach verzeihen? Dein Vater war schon immer eifersüchtig auf den Vincent. Und das Ganze ging schon in der Jugend los. Den konnten sie schon eh nie leiden. An wem lag das wohl? Marie, ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Dein Vater ist im Gefängnis und da machen wir uns jetzt mal gar nichts vor. Da wird er auch noch lange Zeit bleiben. Also ich möchte für dich da sein, bitte. Papa ist unschuldig. Er hat Onkel Vincent nicht getötet. Und das werde ich auch beweisen. Hoffentlich. Der Angeklagte hat vorhin ausgesagt, dass der Vater den jüngeren Bruder, den Halbbruder, immer bevorzugt habe. Können Sie das bestätigen? War das auch Ihr Eindruck? Ja, also der Herr Schüssler Senior hat nie einen Hehl draus gemacht, dass der Vincent sein Lieblingssohn war. Und das war für den Jochen, das muss grausam gewesen sein. Hm. Wie hat denn der Angeklagte darauf reagiert, als er damit konfrontiert wurde, dass sein jüngerer Bruder als Nachfolger in der Geschäftsleitung des Betriebes ausgewählt worden war, statt seiner? Ja, er war natürlich verständlicherweise stocksauer. Ne, zuerst hat der Senior immer die Strippen im Hintergrund, auch die Fäden gezogen, obwohl er eigentlich schon Rentner war und auch gesundheitlich nicht so auf der Höhe war. Ja, und dann passiert sowas. Also ich konnte seine Wut auch voll und ganz nachvollziehen. Halten Sie denn die Entscheidung des Seniors für falsch? Ja, also ich denke schon, weil der Jochen, der hat wirklich für die Firma gebrannt. Der hat wirklich alles für die Firma gegeben, während Vincent eigentlich nur Geld verdienen wollte, mehr nicht. Er hat auch nie großartig Führungskompetenz gehabt oder so. Sehr gut, dann ist er also Geschäftsführer geworden. Wollte es wohl offenkundig gar nicht so richtig. Jetzt frage ich mich, also haben Sie eine Erklärung dafür? Warum hat er das überhaupt angenommen? Ich meine, es ist ja keine einseitige Entscheidung. Du musst jetzt Geschäftsführer werden. Nee, da haben Sie völlig recht, ja. Also, aber er hätte nie gewagt, gegen seinen Vater das Wort zu erheben und sich da irgendwie querzustellen. Sie kennen den alten Schüssler nicht. Da kommt man quasi überhaupt nicht gegen an. Da hat man keine Chance. Noch was, was dafür spricht, dass der Halbbruder meines Mandanten sich einfach freiwillig abgesetzt hat. Naja, es spricht vielleicht dafür. Aber das sind noch Fragen an die Zeugin? Nicht unbedingt, keine Fragen, nein. Okay, gut. Von Ihrer Seite auch nicht. Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön. Wenn Sie möchten, können Sie gerne hinten Platz nehmen. Dankeschön. Dann rufen Sie bitte die Tochter des Angeklagten, Frau Marie Schüssler, herein. Marie Schüssler, bitte. Schönen guten Tag. Frau Schüssler, bitte nehmen Sie auch hier vorne Platz. Ich muss Sie zunächst darauf hinweisen, dass wenn man eine Zeugenaussage vor Gericht macht, man grundsätzlich verpflichtet ist, wahrheitsgemäß auszusagen und sich im Fall einer Falschaussage strafbar macht. Zu den weiteren Möglichkeiten, die Sie als Zeugin hier haben, komme ich gleich. Zunächst zu Ihrer Person. Sie heißen Marie mit Vornamen, sind 22 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Düsseldorf, sind Studentin und Sie sind die Tochter des Angeklagten. Aus diesem Grunde müssen Sie überhaupt nichts sagen. Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht und können hier sagen, ich möchte keine Fragen beantworten, dann sind wir damit durch. Wenn Sie etwas sagen, dann muss es wahrheitsgemäß sein. Ja? Möchten Sie aussagen? Ja, ich möchte gerne aussagen. Gut. Könnten Sie das Handy bitte wegpacken? Wäre das vielleicht für Sie in Ordnung, wenn es da doch liegen bleibt? Ich warte auf einen wirklich dringenden Anruf von einem Privatermittler, den ich engagiert habe, um Onkel Vincent zu suchen. Ich glaube nämlich, er lebt. Das ist ja schön und gut, aber ich möchte, dass Sie sich auf unsere Fragen konzentrieren. Und dann stört das vielleicht nur, selbst wenn es auf lautlos geschaltet ist. Also ich möchte Sie bitten, das für die Dauer der Vernehmung wegzustecken. Danach können Sie gerne gucken, ob da was angekommen ist oder nicht. Aber jetzt stecken Sie es bitte ein, ja? Alles klar. Ich komme auf das, was Sie angedeutet haben und auch, was Sie bei Ihrer polizeilichen Vernehmung mehrfach wiederholt haben, dass Sie nämlich der Überzeugung sind, Ihr Onkel könnte noch leben. Erklären Sie uns bitte, wie Sie dazu kommen. Ja, ich meine, er hat mir immer wieder gesagt, dass er die Welt bereisen wollte
Und ich soll nicht hier versauern wie er. Ich soll auch die Welt erkunden. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum er abgetaucht ist. Er wollte die Firma nicht übernehmen. Und er wollte auch gar keine Familie mit Tamara gründen. Ja, und auch noch 3 Monate, bevor er verschwunden ist, ist seine Mutter leider verstorben. Und ich glaube, das war dann letztendlich der perfekte Moment für ihn, um abzutauchen. Naja, das lässt sich für sich erstmal hören. Sie argumentieren ja auch so, Frau Verteidigerin. Aber es gibt eben leider keine, wirklich keine Hinweise dahingehend, dass er noch am Leben sei. Also schauen Sie mal, wir haben kein Lebenszeichen von ihm. Er hat sein Handy hier gelassen, er hat sein Portemonnaie da gelassen. Auf seinem Konto keine Kontobewegungen. Aber andererseits viele, viele Hinweise darauf, dass es hier zu einem Gewaltverbrechen gekommen ist. Ihr Onkel hat Ihnen gegenüber ja auch mehrfach geäußert, dass er sein Leben noch mal, wenn er es noch mal leben könnte, anders führen würde, als er es getan hat. Ist das richtig? Genau. Wie bereits erwähnt, er hat mir einfach dazu geraten, die Welt zu entdecken und zu erkunden, da er dieses leider nicht gemacht hat. Er hatte keine Lust auf dieses vorgeschriebene Leben. Und ich denke, genau das macht er einfach gerade. Also zumindest gibt es eine Nachricht, die er Ihnen hat zukommen lassen vom 13.04., die in diese Richtung geht. Die möchte ich an dieser Stelle mal einführen. Da schreibt Ihnen Ihr Onkel wie folgt: Bleib nicht wie ich in dem Kaff kleben, nutze die Zeit, solange du noch jung bist, geh auf Reisen, schau dir andere Länder an, leb am besten dort, probier alles aus, was dich interessiert, das habe ich leider alles verpasst, mach es besser als ich. Genau, und diese Nachricht hat er mir eben kurz nach dem Tod seiner Mama geschickt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich klingt das ziemlich eindeutig nach einem geplanten Abschied. Interessiert Sie es, wie es mir geht? Ja, für mich klingt das überhaupt nicht so. Vielleicht fehlt mir einfach die Fantasie, die Sie sich bewahrt haben, Frau Verteidigerin. Ja, also wir haben einfach keinen Hinweis, verstehen Sie? Ich brauche Beweise. Jetzt mit Mutmaßungen zu arbeiten, das ist wirklich nichts. Das ist gar nichts. Ja, und wir haben nun mal mehr Hinweise dafür, dass es hier ein Gewaltverbrechen gegeben hat und nicht irgendein freiwilliges Verschwinden des Opfers. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, aber zum Beispiel der Indiz, dieses blutige Handtuch, was gefunden worden ist, das wird mein Vater doch absolut untergejubelt. Und mich würde es nicht wundern, wenn das Tamara gewesen ist. Genau, als ob ich sonst nichts zu tun hätte. Bitte, Frau Schüssler, was führt Sie jetzt zu der Annahme, dass Frau Lorenz das hätte tun sollen? Ja, Tamara hat meinen Vater schon immer gehasst. Ja. Und gab es da einen Grund dafür? Ja, wissen Sie, damals hat meine Mama mein Papa ja alleine gelassen, als ich 2 Jahre alt war. Mein Papa war ein absoluter Sonderling in unserem Dorf als alleinerziehender Vater. Es war wirklich nicht leicht, mich alleine großzuziehen. Ach Marie, du weißt doch, dass ich glücklich war, dich bekommen zu haben. Aber klar, Papa, das weiß ich. Aber es war wirklich hart für dich. So hart, dass du Onkel Vincent sogar davon abgeraten hast, mit Tamara eine Familie zu gründen. Das stimmt, das habe ich mehrfach getan. Und ich glaube, das ist eben der Grund, weshalb Tamara meinen Papa hasst und ihm vorwirft, dass er der Grund sei, dass Vincent keine Familie mit ihr gründen wollte. Ja, aber Ihr Onkel ist ja ein erwachsener Mensch, der eigenständig Entscheidungen treffen kann. Aber gut. Sind noch Fragen an die Keine Fragen, danke. Zeugin? Nein. Gut, Zeugin bleibt unvereidigt. Sie können dann gerne dort hinten Platz nehmen. Dann haben wir den Seniorchef, Herrn Armin Schüssler, bitte. Armin Schüssler, bitte. Schönen guten Tag, Herr Schüssler. Soll Ihnen der Wachtmeister behilflich sein? Danke. Geht? Gut, nehmen Sie bitte Platz. Herr Schüssler, wir haben Sie in diesem Verfahren als Zeuge geladen. Als Zeuge vor Gericht sind Sie grundsätzlich verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen, machen sich im Fall einer Falschaussage unabhängig davon, ob Sie vereidigt werden oder nicht, strafbar. Sie heißen Armin Schüssler, 73 Jahre alt, sind verwitwet, wohnhaft in Lindlar. Sind ja im Ruhestand, sage ich mal. Ja. Und Sie sind der Vater des Angeklagten. Deshalb steht Ihnen ein besonderes Recht zu, ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen überhaupt keine Fragen hier beantworten, wenn Sie das nicht möchten. Ich möchte schon aussagen, ja. Gut. Herr Schüssler, Ihr älterer Sohn ist ja in diesem Verfahren angeklagt. Und zwar auch wegen einer sehr speziellen Tat, nämlich Ihren jüngeren Sohn getötet zu haben. Das ist sicherlich für Sie keine recht einfache Situation, oder? Richtig. Aber ich habe keinen Sohn mehr. Der eine lebt nicht mehr und der andere ist dafür verantwortlich und gehört hinter Gittern. Du bist für mich genauso gestorben, wie es Vincent leider ist. Danke. Mein Bauchgefühl als Vater sagt das eindeutig. Er ist schuld. Gut, gut, ich habe es verstanden, aber ich will dann mal ein bisschen rauskommen aus der Gefühlslage und will mal ein bisschen so in Tatsachen kommen. Es ist ja so, dass Sie im Vorfeld Ihren jüngeren Sohn zum neuen Geschäftsführer der Firma bestellt hatten. Und zwar gegen die Erwartung vieler in der Firma.
Glauben Sie, dass das den Konflikt zwischen den beiden Brüdern, der ja ohnehin schon vorhanden war, das wird man nicht abstreiten können, noch verschärft hat? Bestimmt ist es so, ja. Aber es war für mich klar, dass Vincent diese Position einnehmen wird. Und dass ihm das nicht gefallen hat, ist mir vollkommen klar. Aber mein Bauchgefühl hat von Anfang an gesagt, das wird ihm nicht gefallen. Gut, jetzt ist es aber so, das haben wir auch mehrfach gehört, dass Vincent Schüssler offensichtlich gar nicht erpicht war auf diese Führungsposition, während ihr älterer Sohn Jochen, also der Angeklagte, da sehr wohl drauf hingearbeitet hat. Da wundert es dann schon, dass Sie so eine Entscheidung treffen. Das ist Ihre Entscheidung, das ist ganz klar. Aber es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel beide zum gleichberechtigten Geschäftsführer zu bestellen, oder nicht? Eine Möglichkeit, ja. Aber Jochen war von Anfang an, auch im Unternehmerischen gesehen, immer ein Versager. Nicht zuletzt ist ihm seine Frau davongelaufen. Und dann hat er sich auch noch ein Kind unter die Nase setzen lassen. Das muss nicht falsch verstehen. Ich liebe meine Enkelin, absolut. Aber dem Vincent wäre das nicht passiert. Das war ein Macher, ein Schaffer. Der hat etwas nach vorne bewegt. Der hat die Firma im Griff gehabt. Und hat wirklich alles dafür auch getan. Und von daher... Herr Schüssler, ich muss sagen, ich bin wirklich entsetzt, wie Sie hier von Ihrem Sohn reden. Wie können Sie das denn eigentlich beurteilen? Ich habe ihn großgezogen. Ich kenne ihn seit seiner Geburt. Ja, und Sie gerade mal 2 Wochen vielleicht. Ein paar Wochen länger sind es schon, muss man einerseits sagen. Andererseits muss ich auch noch was sagen. Ich bin da erstmals Ihrer Meinung, Frau Verteidigerin. Das ist einfach respektlos, wie Sie hier reden. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das traurig, Sie als Vater hier gegenüber Ihrem Sohn zu erleben. Ja, Sie mögen strafrechtlich keine Schuld auf Sie geladen haben, was den Tod Ihres Sohnes anbelangt. Aber Sie haben doch dafür gesorgt, dass Sie beiden zu Rivalen wurden. Dass natürlich. Sie immer wieder gegeneinander aufgehetzt waren. Ja, entschuldigen Sie bitte mal, von moralischer Schuld würde ich ja schon sprechen. Aber die damit. Tut natürlich nichts zur Sache, ist klar. Lächerlich. Zum Glück habe ich es wenigstens geschafft, es besser bei meiner Tochter, bei der Marie zu machen, als du bei mir, obwohl mich meine Frau verlassen hat. Genau, das ist der Punkt. Und da bist du jetzt auch noch stolz drauf, dass dich deine Frau verlassen hat, oder was? Da hast du doch auch versagt, in jeglicher Form. Herr Schüssler, bitte. Ja, er hat geschrieben, er hat ihn gefunden. Entschuldigung, Frau Schüssler, Sie wollen jetzt nicht ernsthaft behaupten, dass Ihr Privatdetektiv da Ihnen gerade eine Information hat zukommen lassen? Doch, der Privatermittler, er hat ihn in Andalusien aufgespürt. Darf ich Ihnen die Nachricht einmal zeigen? Ihren Onkel? Ja, genau, Onkel Vincent. Ja, okay, dann Onkel zeigen Vincent Sie mir die Nachricht. Andalusien. Vielleicht, Herr Staatsanwalt, Frau Rechtsanwältin, dann kommen Sie gerade mit nach vorne. Schauen wir uns das halt an. Keine Ahnung, ob das eine zutreffende Nachricht ist, ob es sich bei der Person um wirklich Vincent Schüssler handelt, was der Privatdetektiv geschrieben hat. Aber wir können natürlich nicht einfach hingehen und das ignorieren. Ne? Also das ist das ja auch klar. Das sehe ich auch so. Ja, ja. Das ist klar. Selbstreden, da müssen wir, danke, unterbrechen und dann eben durch polizeiliche Nachermittlungen herausfinden lassen, ob es sich wirklich um Vincent Schüssler handelt, was da dahinter steckt. Ich möchte aber gerne die Befragung von Herrn Schüssler gerne abschließen, heute. Jetzt hier. Sind noch Fragen an ihn? Keine Fragen, ich habe auch keine mehr. Dankeschön. Zeuge bleibt unvereidigt. Warten Sie gerade da. Wir unterbrechen jetzt die Sitzung für eine Woche. Und ich darf Sie bitten, dann die entsprechenden Nachermittlungen mit der Polizei einzuleiten. Natürlich. Und dann sehen wir uns in einer Woche, selbe Zeit, selbe Stelle hier im Saal wieder. Ja? Hauptverhandlung ist unterbrochen. Nehmen Sie bitte Platz, meine Damen und Herren. Dann wird die unterbrochene Sitzung in der Hauptverhandlung gegen Jochen Schüssler fortgesetzt. Zunächst mit einer für den Angeklagten sicherlich sehr erfreulichen Mitteilung. Der Haftbefehl gegen ihn wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Er befindet sich nicht mehr in Untersuchungshaft. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Die Ermittlungen haben in der Zwischenzeit ergeben, dass es sich bei dieser Person, die in Spanien aufenthältlich ist, tatsächlich um Vincent Schüssler handelt. Allerdings ist es so, dass Vincent Schüssler sich weigert, nach Deutschland zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben mit ihm gesprochen und wir haben mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und auch der Verteidigung dann beschlossen, dass wir ihn in Spanien in Form von einer audiovisuellen Vernehmung hier anhören. Und dann hoffe ich, dass die Technik uns nicht im Stich lässt und dass der Herr Schüssler uns jetzt sieht. Hallo, Herr Schüssler. Hallo. Herr Schüssler Senior, ist das Ihr jüngster Sohn? Herr Schüssler Senior, ist das Ihr jüngster Sohn? Ja. Gut.
Herr Schüssler, Junior, wenn Sie gerade so nett sind, weil das ist, auch wenn Sie es vielleicht anders empfinden, im Moment eine gerichtliche Anhörung und gerade vielleicht die Kopfbedeckung abnehmen könnten. Ja, natürlich. Danke. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie eine Aussage machen und Sie machen eine Zeugenaussage vor einem deutschen Gericht, dass Sie dann wahrheitsgemäß aussagen und sich im Fall einer Falschaussage strafbar machen würden, auch wenn wir uns direkt nicht Auge in Auge sehen. Zu Ihrer Person, Sie heißen Vincent mit Vornamen, sind 37 Jahre alt, ledig, derzeitig aufenthältlich in Spanien, sind Kellner im Moment von Beruf und Ihr Halbbruder ist hier angeklagt, Jochen Schüssler, deshalb haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Was bedeutet, Sie müssen hier keine Aussage machen, wenn Sie das nicht möchten. Wenn Sie etwas sagen wollen, muss es die Wahrheit sein, ja? Ja. Ich möchte aussagen. Gut. Herr Schüssler, ich gehe davon aus, dass Sie wissen, warum Ihr Bruder angeklagt ist, auch warum er sich in Haft befunden hat. Erzählen Sie uns bitte, was ist am Tag Ihres plötzlichen Verschwindens geschehen? Okay, ja, erstmal tut es mir leid, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ich wollte nie, dass wegen mir irgendjemand vor Gericht landet. Gut, dann frage ich mal ganz direkt, haben Sie Deutschland geplant, freiwillig verlassen? Ja, habe ich. Und zwar, ich habe mich schon sehr, sehr lange einfach unwohl gefühlt. Ich wollte das Ganze einfach nicht mehr. Ich habe mich seit Jahren einfach nur noch fremdbestimmt gefühlt. Was hat Sie denn so eingeengt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf? Alles. Also, meine Freundin Tamara hat immer mehr Druck gemacht. Wollte heiraten, eine Familie. Das wollte ich aber alles nicht. Und als mein Vater mir dann noch die Geschäftsführung übertragen hat, da ist mir einfach alles zu viel geworden. Herr Schüssler, war das eine länger geplante Geschichte oder eine spontane Entscheidung? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich habe jahrelang kleinere Geldbeträge zur Seite gelegt und mich eigentlich genau auf diesen Moment vorbereitet. Und als jetzt im April meine Mutter gestorben ist, habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Und ja, ich habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin losgefahren. Also Sie haben schon ein Fahrrad. Wir dachten immer, Sie haben gar kein Fahrrad. Doch, also das Fahrrad habe ich mir heimlich zugelegt. Ich habe es in einem alten Schuppen aufbewahrt und ja, ich habe heimlich trainiert, damit ich längere Strecken fahren kann. Und mit dem Auto konnte ich ja schlecht flüchten. Ja, am Tag meiner Flucht habe ich das Fahrrad aus dem Schuppen geholt, bin damit zum Wald gefahren und ja, das Auto habe ich auf irgendeinem Parkplatz zurückgelassen. Warum haben Sie Ihre Familie in dieser Ungewissheit zurückgelassen? Sie hätten doch mit Ihrem Vater, Ihrer Lebensgefährtin sprechen können oder zumindest irgendeine Nachricht hinterlassen oder Ähnliches. Ich wollte einfach nur irgendwo mal noch mal bei Null anfangen und alle Altlasten hinter mir lassen. Altlasten? Du bezeichnest mich wirklich als Altlasten? Ist Frau dein Lorenz, Ernst, oder das was? Hilft, das bist hilft jetzt, so mies! Das hilft jetzt auch nicht weiter, ja? Bitte. Also, Herr Schüssler, hatten Sie denn irgendwann mal vor, Ihre Familie zu informieren? Ich wollte erst mal ankommen in meinem neuen Leben und ja, mich sortieren. Und ich gehe aber schon davon aus, dass ich mich irgendwann mal bei jemandem gemeldet hätte, klar. Ja. Dass man dieses Verhalten also Ihrer Familie gegenüber auch als rücksichtslos bezeichnen kann, ist Ihnen schon klar, oder? Also wenn ich meiner Familie wehgetan haben sollte, dann tut mir es zwar sehr leid, aber ich habe einfach zu lange das gemacht, was andere von mir erwartet haben. Herr Schüssler, eine Sache, die ich noch aufklären möchte. Ich zeige Ihnen jetzt mal zwei Bilder, die die Polizei von Gegenständen, die letztendlich dazu geführt haben, dass Ihr Bruder auf der Anklagebank saß, gemacht hat. Und vielleicht können Sie uns da was zu sagen. Das ist einmal das Hemd. Und dann gibt es noch ein zweites Bild, das ist dann das Handtuch. Erinnern Sie sich daran, wie es zu diesen blutigen Spuren da gekommen ist? Ja, tue ich. Und zwar, es ist so, am Tag vor meiner Abreise hatte ich ziemlich heftiges Nasenbluten bei uns zu Hause. Und es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Ich habe das dann mit einem Handtuch abgewischt. Das Handtuch habe ich bei uns in die Wäsche geschmissen. Und am Tag meiner Flucht ging es dann noch mal los mit dem Nasenbluten. Das Ganze ist dann auf ein Hemd getropft und ich habe das Hemd dann einfach im Auto zurückgelassen. Das Handtuch haben Sie also bei sich zu Hause in die Wäsche geworfen. Merkwürdig ist ja nur, dass es dann bei Ihrem Halbbruder in der Garage gefunden worden ist. Okay, das ist wirklich komisch. Also ich habe keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Ich habe da schon so eine Ahnung, Frau Lorenz.
Frau Lorenz, kann das sein, dass Sie das Handtuch da deponiert haben? Weil Sie schon geahnt haben, dass Ihr Lebensgefährte Sie eiskalt hat sitzen lassen? Und weil Sie meinem Mandanten die Verantwortung dafür gegeben haben, dass Ihr Leben auch nicht so gelaufen ist, wie Sie sich doch so sehr gewünscht haben? Frau Lorenz, das wäre eine falsche Verdächtigung, eine Falschaussage, Aussagedelikt. Deshalb müssen Sie auf diese Frage der Verteidigerin nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten würden. Dann werde ich auch nichts dazu sagen. Gut, ich gehe auch davon aus, dass der Herr Staatsanwalt auch ohne Ihre Antwort dieser Frage sicherlich noch gründlich nachgehen wird. Korrekt, Herr Vorsitzender. Sind noch Fragen an Herrn Vincent Schüssler? Danke. Nein. Zeuge bleibt unvereidigt. Dankeschön, Herr Schüssler, dass Sie sich für diese Art der Anhörung zur Verfügung gestellt haben. Dann schalte ich Sie jetzt gerade wieder aus und Sie können dann ja, den Rest Ihres Tages in Spanien genießen. Gut, dann haben wir noch den Vernehmungsbeamten, der zu dem Geständnis des Angeklagten etwas hätte sagen können. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Und genauso die Bekannten aus dem Umfeld, die zu dem Verhältnis der beiden Brüder etwas gesagt haben. Nehmen wir bitte auf, im allseitigen Einverständnis wird auf die Vernehmung der übrigen Zeugen verzichtet. Werden noch Anträge gestellt? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme und darf Sie um Ihre Plädoyers bitten. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, Vincent Schüssler lebt. Die Stimmung ist verhalten. Ich übersetze das vielleicht mal. Na klar, er durfte abhauen. Es ist schön, dass es ihm jetzt seelisch wohl besser geht. Es mag auch hier dem Prozess zweitrangig sein, wie die Familie sich fühlt. Aber er hat letztlich die Ursache für ein ganz dramatisches Verfahren gesetzt. Der Angeklagte sitzt hier im Schwurgericht. Und es geht um die klitzekleine Frage, Freispruch oder lebenslänglich. Aber die Frage mit Ursachen, da müsste man weit ausholen. Die unmittelbarste Ursache hat sicherlich die Freundin Tamara gesetzt mit der falschen Fährte, die sie gelegt hat. Und wenn wir von richtig weitgehenden, wirklich essentiellen Ursachen sprechen wollen, dann muss man den Vater in Fokus nehmen. Man möchte fragen, muss das alles sein? Was sein muss, ist mein Antrag. Freispruch. Dankeschön, Frau Richtermedien Damenlude. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, was hier passiert ist, Herr Schüssler, das ist ja zum größten Teil Ihr Werk. Ja, muss man einfach so sagen. Sie haben eine Firma aufgebaut, Sie haben zwei tolle Söhne und Sie haben eine wunderbare Enkeltochter. Aber Sie haben weder verstanden, dass Sie zwei Söhne haben, noch, dass man Menschen nicht so formen kann, wie es einem gerade passt. Man kann nur hoffen, dass Sie nicht wirklich so belehrungsresistent sind, wie Sie hier wirken und Ihr Verhalten zukünftig überdenken. Ich beantrage, den Angeklagten freizusprechen. Dankeschön. Herr Schüssler, Sie haben das letzte Wort als Angeklagter. Möchten Sie noch was sagen? Ja, ich möchte mich einfach bei meiner Tochter Marie bedanken, die Vincent gefunden hat und damit meine Unschuld bewiesen. Ja. Gut, dann unterbrechen wir anschließend Verkündung der Entscheidung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird auf Kosten der Staatskasse, die auch seine notwendigen Auslagen zu tragen hat, freigesprochen. Er ist für die Zeit der zu Unrecht erlittenen Untersuchungshaft zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Schüssler, der Haftbefehl gegen Sie ist aufgehoben bereits. Da müssen wir keine Entscheidung treffen. Was die Entschädigung angeht, geht die natürlich bis zu dem Zeitpunkt, in dem Sie dann aus der Haft entlassen worden sind. Festsetzungsverfahren wird dann Ihre Verteidigerin für Sie betreiben. Zur Begründung, Sie sind aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. Ihrem letzten Wort entnehme ich, dass Sie das erleichtert. Ich hoffe, dass Sie es auch ein bisschen erleichtert, die Erkenntnis, dass Ihr Bruder noch lebt, auch wenn das Verhältnis zwischen Ihnen beiden in der Vergangenheit angespannt war und ich nicht prognostizieren mag, wie das in Zukunft sein wird. Es bleibt ja noch die Firma, es bleibt die mögliche Zusammenarbeit, auch wenn sich Ihr Bruder da mittlerweile nach Spanien abgesetzt hat. Vielleicht hat er auch gar kein Interesse mehr, so scheint es. Aber gleichwohl den familiären Frieden in irgendeiner Art und Weise hinzubekommen wieder, das wird denkbar schwierig, glaube ich. Was hat dazu geführt, dass Sie sich hier als Angeklagter verantworten mussten? Das waren im Wesentlichen Indizien und ich sage es ganz deutlich, es waren ja ziemlich schockierende Bilder von dem blutbefleckten Handtuch und diesem Hemd, sodass man sich wirklich kaum vorstellen mochte, dass das irgendwie anders als durch eine schwere Straftat auf diese Kleidungsstücke bzw. Gegenstände gekommen war und dass das durch Nasenbluten ausgelöst worden ist, das schon sehr außergewöhnlich. Also da scheint Ihr Bruder unter einer sehr massiven Blutererkrankung zu leiden. Anders lässt sich das kaum erklären. Ich habe Sie zu belehren, nein, ich habe Sie nicht zu belehren, weil Sie nicht beschwert sind, haben Sie kein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung. Der Staatsanwalt kann Rechtsmittel einlegen innerhalb von einer Woche. Rechtsmittelverzicht, Herr Vorsitzender. Der nimmt das Urteil an. Dann ist dieses Verfahren hiermit rechtskräftig abgeschlossen und ich schließe die Sitzung. Tamara Lorenz wurde wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage sowie Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt.